great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt eben schon mal ein bisschen was von meinem Morgen gesehen. Ich dachte mir, ich nehme euch mal ein bisschen mit Musik mit und es ist dann nicht ganz so stressig für mich. Es ist heute der erste Tag unserer Eingewöhnung als neues Familienleben. Die Frieda ist gerade oben noch in ihrer Wippe am Schlafen. Genau, ich habe die ja hier gut unter Kontrolle. Ich war duschen, habt ihr ja alles schon gesehen, brauche ich euch nicht erzählen, glaube ich. Ich habe meine Medikamente genommen und der Alex ist mit den Kindern schon in den Kindergarten gefahren und direkt zur Schule anschließend. Wir werden das jetzt erstmal so handhaben, dass Alex die Kinder morgens vor der Schule immer in den Kindergarten bringt. Wir frühstücken morgens zusammen, gehen gemeinsam runter, haben hier unten ein gesammeltes Familienleben und Alex bringt dann halt die Kinder weg. Das passt mit seiner Schulzeit super und ich kann mich dann halt komplett um die Frieda kümmern. Sobald ich mich mit Frieda hier zu Hause eingefunden habe, werde ich dann auch mal 2 Tage die Woche übernehmen und die Kinder wegbringen. Dann ein wenig später, nicht dass sie dann halt um 7:30 im Kindergarten ankommen, sondern auch mal ein bisschen länger schlafen dürfen und um 8:30 von mir gebracht werden. Das wird sich jetzt aber alles relativ schnell einspielen. Bei uns geht's bergauf, habe ich schon die letzten Male gesagt. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Ich habe ein bisschen Haushalt gemacht, aber es sieht hier immer noch katastrophal aus. Und ich werde heute erstmal hier versuchen, Grund reinzubringen. Also Grundordnung, die ganzen Sachen, die Tage hier liegen geblieben sind, einfach nachholen. Dann nehme ich euch nachher noch mit in die Stadt. Die Pauline braucht eine dicke Winterjacke für den Kindergarten. Ich habe zwar bei H&M bestellt, aber halt nur eine gute Jacke für 35 Euro aus dem H&M, die wir halt privat nutzen möchten. Und für den Kindergarten ist die einfach zu schade. Und dann brauchen die Mädels beide nochmal eine komplette Ausstattung an Mütze und Schal, weil es doch jetzt langsam echt kalt wird und der Herbst kommt. Ihr könnt hören, ich bin ein bisschen heiser, ich habe noch Halsschmerzen. Aber das sollte uns nicht stören. Mir geht es sonst gut. Die Spielmatte, die muss ich gleich noch aufräumen und das diverse Spielzeug in die Spielzeugkiste bringen. Das mache ich gleich. Ich gehe jetzt erstmal ins Bad und schminke mich. Jetzt, wo das Baby schläft, nutze ich die Zeit, um mich selber fertig zu machen. Ich habe jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, dann wird sie wieder wach werden und Hunger haben. Und nach dem Stillen dachte ich, fahre ich gerade in die Stadt zu Ernstings Family, kaufe die Kleidung für die Mäuse und muss ich noch irgendwo hin? Ich muss noch in den Rossmann. Da mache ich so eine kleine Shoppingtour mit der Kleinen. Sie liebt es im Kinderwagen, da schläft sie die meiste Zeit und im Auto. Aber erstmal in die Babyschale reinsetzen. Ist immer so ein bisschen ungewohnt für sie. Ich schminke mich ein bisschen. Ich zeige euch mal, was ich heute benutze an Kosmetik. Muss halt schnell gehen, ne, mit Kind. Einmal diese Foundation. Das ist die 110, das ist von Maybelline Yarde. Die ist ganz gut, die ist nicht ganz so deckend. Dann das Puder und mein Kiko Blush und die Wimperntusche von Benefit. Die ist echt gut. Meine Pinsel. Ich hoffe, es ist nicht allzu dunkel, aber das Wetter ist echt mies zurzeit. Es regnet nur. Ich freue mich, dass der Tag jetzt mal wieder normal startet. Kinder kriegen jetzt auch wieder ihren normalen Rhythmus. Der Papa ist wieder fit. Wir waren ja alle krank. Und jetzt können wir neu ins Leben starten. 2 Wochen hat es gedauert, als die ganze Krankheitswelle jetzt rum ist. Jetzt ist die kleine Maus. 13 Tage. Oh Gott.
Ey, 13 Tage, es kommt mir vor, als ob ich gestern erst entlassen wurde. Ich muss unbedingt mehr Fotos von der kleinen Maus machen und die dann auch meinem Rossmann ausdrucken. Ich könnte gleich mal meine SD-Karte fertig machen, wenn ich noch Zeit finde, und mal ein paar Fotos ausdrucken gehen. Dann können wir ein bisschen zu Hause dekorieren. Uns fehlen hier noch unbedingt Fotos an den Wänden. Hier ist nichts Persönliches in diesem Haus. Das haben wir noch gar nicht in Angriff genommen, schöne Fotos auszudrucken. Wir hatten ja letztens erst den Fotografen hier zu Hause und haben noch schöne Schwangerschaftsfotos gemacht. Und Familienbilder. Übrigens machen wir auch Neugeborenen-Shooting. So in 2 Wochen freue ich mich auch schon drauf. Das haben wir bei allen Mädels gemacht. Total schön als Erinnerung auf jeden Fall. Ich glaube, der Postbote bringt mir wieder Pakete. Oh, das könnte das H&M-Paket sein. Vielleicht habe ich noch ein H&M-Haul für euch. Soll ich das einzeln abdrehen oder mit in dieses Video mit reinnehmen? Ich frage euch gleich mal auf Instagram. Aber Fuchs und Kiwi und Post. Das packen wir gleich mal zusammen aus. Ich mache jetzt gerade noch meine Wimpern. Fertig. Fertig die Haare gekämmt. Ich lasse die jetzt noch so ein bisschen Luft trocknen. Und dann föhne ich die gleich, wenn die Frieda wach ist nach dem Stillen. Weil die liebt das Geräusch von dem Föhn und schläft dann meistens wieder ein. Und dann fahren wir in die Stadt. Ich packe jetzt gerade mal noch schnell das Paket hier aus. Bin mal so neugierig. Ihr wisst ja, dass ich mit Fuchs und Kiwi schon von Anfang an zusammenarbeite und die uns immer regelmäßig schöne selbstgenähte Kinderkleidung schicken und ich bin total begeistert von dem Shop. Nicht, weil wir auch gute Freunde geworden sind, sondern auch, weil ich einfach wirklich die Qualität von der Liebe, die Muster und Designs und Pauline braucht jetzt neue Kleidung. Die hat jetzt so einen mega Schub gemacht, deswegen habe ich auch noch zusätzlich bei H&M bestellt. Die hatte ja immer 86 und jetzt hat sie schon 92 und sie brauchte noch ein paar Hosen. Und dann könnt ihr jetzt gleich einfach mal gucken, was sich hier so drin befindet. Ich setze euch auf jeden Fall den Shop gerne unten auch in die Infobox für die Mamis, die selbstgenähte Kinderkleidung genauso sehr lieben wie ich. Und wir schauen jetzt einfach mal schnell durch. Ich blende euch hier mal ein, wo ihr das Ganze überspringen könnt, wenn ihr es nicht sehen möchtet. Einmal habe ich mir ausgesucht, ein paar Leggings für die Pauline neue. Und da liebe ich diesen Stoff, den gibt es glaube ich auch in rosa. Ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Aber er ist so wunderschön mit diesen Eisbären. Und ich finde jetzt auch perfekt für den Winter hin. Dann fand ich diesen Stoff total schön, der ist mit solchen Dreiecken. Dann finde ich total schön für den Herbst dieses Waldmuster. Das geht auch immer. Oh, ich freue mich schon, die erst anzuziehen. Und jetzt mein absoluter Lieblingsstoff, davon hat die Frieda auch schon einen Strampler. Das ist dieser hier mit diesen Indianer-Eisbären. Boah, das ist so süß. Das ist mein Lieblingsstoff. Ich könnte alles davon anziehen. Und dann für die Frieda eine Pumphose in der Größe 62, schon ein bisschen größer. Fuchs und Kiwi hat jetzt auch die Größen mit reingenäht, das finde ich richtig gut, 62. Weil sonst sieht man manchmal gar nicht bei den selbstgenähten Kinderkleidungen, welche Größe es denn wirklich ist. Dann auch für die Frieda für den Herbst diese Pumphose mit diesem Waldmuster. Nochmal eine Leggings mit dem Waldmuster. Das ist ein anderes Waldmuster. Das ist aber auch für Pauline. Das ist auch total schön. Ich liebe das mit so Füchsen und so. Und dann haben wir eine Softshell-Jacke. 62,68. Das ist jetzt für den Herbst und für den Winter für die Frieda. Schaut mal bitte, ist das nicht süß? Der Stoff heißt Softshell. Und das ist wasserabweisend, windundurchlässig, also die Mäuse sind da richtig schön warm eingepackt. Traumhaft, die hänge ich gleich erstmal direkt in die Garderobe. Und dann nochmal für die Fledermaus eine ganz normale Sweatshirtjacke in dem gleichen Stoff mit dem Waldmuster mit Druckknöpfen, wenn es ein bisschen wärmer draußen ist. Dann geht's weiter, dann hat die Pauline auch noch Pullis bekommen. In der Größe 98,104, also jetzt schon für den Winter. Könnte jetzt auch schon passen, weil die halt so einen mega Schub gemacht hat, wirklich. Immer passend zu der Leggings, also immer der gleiche Stoff. Halt süße Outfits. Dann kann sie immer die passende Leggings mit dem passenden Oberteil anziehen. Aber ich finde auch, da die Stoffe so bunt sind, kann man auch einfach nur so einen schönen Pulli anziehen mit einer schlichten Leggings oder auch andersrum. So, die Frieda schläft immer noch, länger als gedacht, das freut mich. Ich werde jetzt hier einfach noch ein bisschen das Chaos beseitigen und das Spielzeug aufräumen. Ich habe mir jetzt alles hier aufs Sofa geholt. Diese Puzzlematte haben die Mädels übrigens neu. Tut mir leid, Leute, ich muss mich hinsetzen. Jetzt schon wieder auf der Brust. Ich muss erstmal wieder Ausdauer bekommen. Das ist eine Puzzlematte und ich liebe ja solche Sachen. Die gibt es auch in Grau, diese Puzzlematte. Und Pauline liebt es, hier drauf zu spielen. Und das ist halt schön weich.
Deswegen liegt die Spielmatte auch unten im Wohnzimmer, damit die Kinder hier drauf spielen können und tanzen können. Gestern haben wir die zusammen das erste Mal aufgebaut. Das ist halt so eine runde Spielmatte. Ihr könnt daraus aber auch eine Fahrbahn legen. Könnt ihr damit Autos drauf rumfahren. Deswegen liegt die auch hier in der Nähe von der Spielzeugkiste. Pauline ist gestern Abend hier immer drumherum gelaufen. Hat richtig Spaß gehabt oder ist mit ihren Autos hier drauf gefahren. Dann habt ihr, glaube ich, auch schon am Anfang gesehen, dass ich meine Termine mal ein bisschen organisiert habe. Ohne meinen Filofax komme ich gar nicht klar. Ich musste noch für die Frieda einen U3-Termin machen. Für den Kinderarzt, das ist ganz wichtig. Und ich mache jetzt schon mal meine Babyschale bereit. Das ist die alte Babyschale, die wir auch bei der Pauline hatten. Das ist die Cybex. Ich zeige euch die mal. So, da sind auch schon die Adapter dran für den Kinderwagen. Und die hatten wir bei Pauline schon und deswegen haben wir jetzt keine neue gekauft. Das Coole an der ist halt, die könnt ihr auch in Liegeposition machen. Hier ist ihr Jäckchen, was sie zurzeit trägt, mit so süßen Hasen drauf, auch von Fuchs und Kiwi. Könnt ihr dann halt, wie gesagt, auch in Liegeposition machen, was total praktisch ist, wenn die kleine Maus dann im Kinderwagen liegt. Man soll zwar das Kind nicht länger als eine Stunde drin lassen, aber es ist gemütlicher. Und da es heute wieder so mega kalt ist, benutzen wir unser liebstes Nestchen von Jules. Das ist so toll. Ich habe es letztes Mal vergessen, euch zu verlinken. Ich mache es dieses Mal wirklich. Für uns ist es eh noch total ungewohnt, weil wir jetzt ja sozusagen ein Herbstbaby haben. Und es kommt jetzt der Winter, dann ist sie auch noch so klein. Das heißt, wir brauchen auch einen Schneeanzug und warme Kleidung. Sonst waren es ja immer Frühlingsbaby, was total angenehm war. Man musste nicht viel anziehen. Man hatte nicht so den Stress immer. Hat halt nicht so lange gedauert mit dem Anziehen morgens. Jetzt muss man die Kinder richtig warm einpacken. Gerade das Baby, das liegt dann immer so voll dick angezogen. Dann kann ich sie gleich direkt nach dem Füttern hier reinlegen. Mützchen brauche ich noch. So sieht das aus, alles vorbereitet. Ich weiß nicht, ob es mir heute so blenden geht, weil ich gut geschlafen habe. Die Frieda bekommt langsam ihren Schlafrhythmus. Sie war jetzt alle 3-4 Stunden nachts nur wach, richtig toll. Und ich weiß auch jetzt, glaube ich, woran es liegt, dass sie alleine eingeschlafen ist. Sie ist eine Bauchschläferin. Ich habe das nicht gewusst und ich dachte, sie schläft auf dem Rücken, so wie unsere anderen Mädels. Aber jedes Baby ist halt unterschiedlich. Ich hatte sie nämlich seitlich angelegt zum Stillen und da sind wir beide eingeschlafen. Ich bin aufgewacht, da lag sie auf dem Bauch und hat 4 Stunden durchgeschlafen. Und dann habe ich gemerkt, oh, sie hat gut geschlafen, weil in Rückenlage wäre sie direkt eigentlich wieder wach geworden. Und jetzt habe ich das so gemacht, für die Nacht, wenn ich selbst schlafe, habe ich ein bisschen Angst, dass die Maus irgendwie mit dem Kopf in der Matratze versinkt oder so. Und man hört ja auch immer wieder Kindstod und so. Jetzt kann sie ihr Köpfchen ja auch noch nicht selbstständig von rechts nach links drehen. Deswegen habe ich das jetzt heute Nacht so gemacht. Ich habe sie auf die Seite gelegt und habe ein großes Mulltuch einfach eingerollt und ihr unter dem Bauch so leicht geschoben, dass sie halt nicht rüberkippen kann. Sie kann sich noch nicht drehen, aber die Kinder können halt schon so rüberkippen, wenn sie in Seitenlage liegen. Und dann habe ich einfach so ein Mulltuch dahingelegt, dann konnte sie sich da schön drauf abstützen und hat super gut geschlafen. Danach nochmal 3,5 Stunden. Sie ist alleine eingeschlafen, ich habe sie einfach nur abgelegt und es war so schön für uns beide, glaube ich. Also wir sind beide wirklich zur Ruhe gekommen. Sobald sie ihr Köpfchen selbstständig drehen kann, lasse ich sie auch in Bauchlage schlafen. Ich glaube, man kann kein Kind dazu trainieren, auf dem Rücken zu schlafen, weil wir haben ja auch unsere Lieblingsposition. Ich bin ein Seitenschläfer und ich brauche immer meine Decke zwischen die Beine. Und deswegen habe ich jetzt gerade das Stillkissen hier rausgenommen und erstmal aufs Sofa gelegt. Eigentlich haben unsere Kinder immer total gerne in diesem Stillkissen drin geschlafen, Frieda nicht. Ich werde jetzt hier die Mullwindel da ordentlich reinlegen. Dann kann ich sie tagsüber ja in Bauchlage schlafen lassen, weil da habe ich sie unter Beobachtung. Da bin ich wach und kann zwischendurch kontrollieren. Dann mache ich es ihr hier bequem. Dann kann sie hier schön kuscheln. Aber das muss man erstmal verstehen als Mama, ne? Dass sie doch lieber auf dem Bauch schläft. Aber sie hat ja auch immer auf meiner Brust geschlafen in Bauchlage. Vielleicht kommt das daher auch noch. So, da es jetzt immer später wird, weil die Maus immer noch schläft, seit wieder über drei Stunden, föhne ich mir jetzt nochmal schnell die Haare trocken. Dann können wir gleich direkt losfahren, shoppen. Dann nehme ich euch auch mit. Was soll ich sagen? Richtiger Mama-Instinkt mal wieder. Haare sind trocken und Frieda ist wach. Das passt doch perfekt. Dann schauen wir jetzt mal. Sie muss gleich noch ihre Tropfen bekommen. Die Pigaia-Tropfen. Die wollte ich euch letztes Mal schon zeigen. Habe ich total vergessen. Sie wippt jetzt so langsam aus. Ich muss die Betten auch noch machen. Kriege ich noch irgendwie hin. So, Babyfon aus. Hi Schatz, Mama ist da. Da ist auch schon jemand ordentlich am Schmatzen. Und du hast dich wieder gekratzt. Oh Mann, Schatzi, ich will dir keine Fäustlinge überziehen. Ich finde das so schrecklich. Ich finde, die müssen ihre Hände spüren.
Vielleicht finden wir dich auch noch mal ein bisschen dickeres Jäckchen. Übrigens wollte ich euch gerade die Tropfen zeigen. Das sind diese Bigaya-Tropfen. Könnt ihr sehen mit dem Licht? So, ne? Die muss man mindestens 5 Tage nehmen, um zu gucken, ob die wirken. Die bauen nämlich die Darmflora auf. Das sind Milchbakterien tatsächlich. Die dürfen nur bei Raumtemperatur stehen, also maximal 25 Grad. Ich würde sie vorsichtshalber in den Kühlschrank stellen. Und heute ist der 4. Tag. Und jetzt müssen wir die gleich nehmen. Und dann morgen noch, dann sollte es dir eigentlich besser gehen. Ja. Und jetzt ist sie 2 Wochen schon alt und ich merke, so langsam wird sie wacher. Dann habe ich hier am Bett noch liegen seit neuestem. Einmal Kompressen, weil ich nachts immer diese Schüsslersalze-Creme drauf tue. Das ist die 3, wegen meiner Brustentzündung. Weil Quark nachts ins Bett, nein, ich soll Quarkwickel machen. Das mache ich dann tagsüber. Heute Morgen habe ich ausgelassen, weil ich habe frisch geduscht und jetzt wollte ich los. Und dann mache ich das, wenn ich wiederkomme, ne? Donnerstag nochmal zum Arzt zum Kontrolle, aber ich nehme jetzt auch Antibiotika. Hi, jetzt wickeln wir dich erstmal wach und haben mitgestellt. Und dann fahren wir. Okay, Frieda? Okay. Okay, easy. Machen wir. Wisst ihr, was ich schön finde? Dass mein Kind beim Wickeln total ruhig ist. Also wirklich, wenn ich sie wickel, ist sie tiefenentspannt. Auch wenn sie Hunger hat. Jetzt kommt der Vorführeffekt, Mama, ne? Jetzt bin ich nicht ruhig, weil du gerade gesagt hast, ich bin immer lieb. Jetzt mit 2 Wochen macht sie immer noch nach dem Stillen. Wir benutzen immer die Veleda, die Calendula Babycreme für den Windelbereich. Und ihr müsst natürlich verstehen, dass der Alltag sich bei mir derzeit viel um Frieda, ums Wickeln, ums Stillen, ums Wochenbett noch handelt, weil es einfach derzeit mein Tagesablauf ist. Das ist halt zurzeit mein Leben. Und sobald wir uns auch eingespielt haben, werdet ihr natürlich die anderen Kinder wieder öfter sehen. Und wir vernachlässigen sie nicht. Ich finde das immer so schlimm, wenn die Mamas schreiben, Pauline wird vernachlässigt, sie ist auch noch so klein. Pauline bekommt von mir genauso viel Aufmerksamkeit. Aber es ist so, dass dann Alex die Frieda mal nimmt, mit ihr kuschelt, sie auf dem Arm einschlafen lässt und ich dann die Zeit mit Pauline verbringen kann oder mit Leona. Und dann gehen wir zusammen spielen oder kuscheln. Das ist mir halt sehr wichtig. Und auch die Kommentare von wegen arme Pauline, sie ist ein Sandwichkind. Sie kommt ja nicht zu kurz bei uns. Sie kriegt ja trotzdem noch Aufmerksamkeit und Liebe. Ich denke, wir haben das ganz gut im Griff. Unsere Kinder sind auf jeden Fall glücklich. Machen zumindest einen Anschein. So, ich werde jetzt erstmal wickeln. Da braucht ihr mir jetzt nicht die ganzen Minuten lang zu gucken. Ich bin fertig. Ich habe der Frieda jetzt schon mal vorsichtshalber einen Schal umgetan, weil es wirklich frisch ist. So, meine Lieben, ich bin jetzt gerade am Stillen. Ich habe eine schnelle Trinkerin, die ist immer so pro Seite 5 Minuten dabei und dann war es das. Da ich jetzt gerade stille, werde ich mir jetzt gleich noch einen Kaffee machen. Ich habe richtig Bock auf einen Latte Macchiato. Ich muss unbedingt mal zusehen, dass ich koffeinfreien Kaffee gleich bekomme. Baby Frieda liegt jetzt hier auf der Seite. Ich habe so ein bisschen die Decke in den Rücken gestopft, damit sie sich nicht zurückdrehen kann, nicht vordrehen kann. Liegt sie erstmal so. Ne, mein Chat ist schon wieder am Drücken, ne? Wie gesagt, ich mache mir jetzt noch schnell einen Kaffee. Habe ich euch übrigens schon erzählt. Frieda liebt das Geräusch von der Kaffeemaschine. Und zwar ist das bei mir immer so, wenn ich ein Video drehe, schneide ich meistens am gleichen Tag noch. Und es ist jetzt derzeit so, dass ich irgendwie schon Filmmaterial habe für die nächsten 3-4 Videos. Aber ich habe noch kein einziges Video geschafft zu schneiden. Das ist jetzt irgendwie wieder komplett anders mit Frieda. Becher. Oh, Mausi. Das war nichts mit weglegen. Nuckelmaus nuckelt gerade am Daumen. So, Schnuller hat geholfen. Und zwar mit ein bisschen Lefax. Eigentlich sollte man das vor dem Stillen geben. Das macht einfach die Bläschen im Bauch weg. Doch nicht geholfen. Die hat nämlich ganz schön, ist immer am Drücken und der Bauch ist ganz hart. Ich glaube, ich mache gleich nochmal Fahrradfahren mit ihr. So, dann wollen wir mal starten. Große Klasse. Guckt, wie viel Milch ist. Der ist fast voll, der Becher, und das ist alles nur warme Milch. Kaffee mache ich 55 Minuten. Mehr Kaffee kommt da gar nicht rein. So, die Mausi ist jetzt nochmal schnell eingeschlafen. Und jetzt nehme ich mein Wasser noch. Ich trinke danach immer noch ein Glas Wasser. Sonst habe ich später wieder Durst. Dann hole ich meinen Laptop. Dann schneide ich nebenbei noch schnell ein bisschen am Video rum, damit das heute für euch online gehen kann. Also nicht dieses hier, sondern das, was ich schon vor 2 Tagen gedreht habe. Sie ist in ihrer Federwiege, wie ihr gesehen habt. Ich habe meinen Laptop jetzt geholt. Der steht meistens in meinem Schlafzimmer. Weil wenn, komme ich nur abends zum Schneiden, wenn die Maus
dann mal tief und fest schläft. Das mache ich jetzt und dann fahren wir auch in einer halben Stunde schon. Ich muss die Kamera eh aufladen. Bis gleich. Mausi. Du machst das nicht, ne? Warte, Schatz, Mama ist sofort fertig. Ich fahre jetzt schnell. Das bekommen wir nie los. Guckt, frische Luft, Auto und es ist Ruhe. Unglaublich, die kleine Maus. So, geschafft. Frieda schläft in der frischen Luft. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren und einkaufen. Als erstes zu Ernstings Family. Dann gucken wir mal. Ach, das Einhorn ist ja süß. Das ist eine Spieluhr. Knuffig für den Winter. Größe 50. So, meine Lieben, ich war fleißig am Shoppen. Die ganze Tüte voll. Und ich habe jetzt erstmal reichlich gekauft für den Herbst und für den Winter für die Mädels. Ich zeige euch das gleich, wenn ich zu Hause bin. Wisst ihr noch, in einem Video habe ich gesagt, der Alex hat immer Pech und bekommt immer Parkzettelchen. Ich habe heute selbst vergessen, die Parkuhr reinzulegen, also die Parkscheibe. Und ich habe gerade eine Politesse rumlaufen sehen. Oh nein, ich wette, ich habe ein Knöllchen. Schauen wir mal, das wäre ärgerlich. Dann kann ich Alex das nicht mehr auf die Nase binden. Weil gestern kam, glaube ich, der Brief, dass wir das bezahlen müssen, 15 Euro. Ah, das wäre so ärgerlich. Nein, sonst denke ich da immer dran. So, ich wollte eigentlich noch nach Rossmann. Da fahre ich jetzt aber nicht mehr hin, weil ich da eigentlich Zahnpasta holen wollte. Aber das können wir auch ein andermal machen. Und Mützen konnte ich jetzt nicht kaufen, weil ich da die Kopfgröße nicht habe von den Kindern. Das heißt, wir müssen nochmal nachher mit Alex los. Ich würde gerne einen Spaziergang machen, weil ich merke, die Frieda, da tut das richtig gut. Ich ein Knöllchen? Wartet mal. Ey, ich habe kein Knöllchen. Ich habe Glück gehabt. Also ich hoffe, Alex sieht das nicht. Eigentlich guckt er meine Videos nicht. Ich habe kein Knöllchen. Ich habe wieder mein Glück. Nächstes Mal denke ich wirklich dran. Ich gehe jetzt doch noch mal kurz in Rossmann rein. Ich stelle allerdings jetzt erstmal die Tasche hier drin ab, damit ich die nicht mitschleppen muss. Ich habe bei Ernstings Family für 127 Euro eingekauft. Aber es war alles nötig, weil Winterkleidung. Die Mädels wachsen mir einfach zu schnell. Dann muss ich dem Alex nicht mitschleppen. Und die Frieda schläft noch so schön. So, dann mal nochmal in Rossmann. Ich will nur Zahnpasta und Foundation kaufen. Mal gucken, mit was ich wieder rausgehe. So ein Teufelskreis, ne, die Drogerie. So, ich weiß, dass unsere Nachfüllpacks alle sind, weil wir alle krank waren. Nehmen wir die Sensitiv Zahnpasta. Da suche ich die mit diesen Kohle. Das ist so eine Zahnpasta, die macht schwarze Zähne. Soll aber gut auffällen. Haben die das hier überhaupt? Ich will irgendwas, was die Zähne auffällt. Natürlich weiße Zähne mit Aktivkohle. Ich glaube, die, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht, Leute. Und dann nehme ich noch die 3D White mit. Die hat immer funktioniert bei mir. Oh, guck mal, eine goldene. White Now. Sieht voll hochwertig aus. Ganz ehrlich, Zahnpasta kann man immer gebrauchen. Haargummis mal wieder für uns Mädels. Alles ausverkauft. Jetzt nehmen wir die bunten mit. Guck, ist schon wieder mehr drin in meiner Einkaufstasche. Ich brauche mein Shampoo. Übrigens verliere ich jetzt langsam wieder Haare durch das Stillen. Das heißt, ich brauche Plantin 21. Da. Einfach in der Hoffnung, dass das Shampoo mir hilft, dass ich nicht ganz so viele Haare verliere. Bei Pauline in der Stillzeit konnte ich mir die Strähnenweise rausziehen, meine Haare. Jetzt brauche ich mein Catrice Foundation. Okay, die haben hier kein Catrice. Komisch, kein Catrice stand hier. Oh, jetzt sehe ich, wer diese L.E. ist. Schaut mal, der sieht richtig cool aus. Zum Konturieren, aber ich habe genug. Jetzt haben die ja auch einen Essie-Stand. Ich bekomme Freitag übrigens meine Nägel gemacht. Dann könnte ich wieder Nagellack gebrauchen, der gut hält. Der ist total schön für den Herbst, oder? Das ist der Chinchilli. So, wir haben ja bald Babyparty. Dafür brauche ich noch schöne Servietten. Die sind doch voll süß. Bon Appetit. Irgendwas zum Dekorieren vielleicht. Mal schauen jetzt hier. Geschafft. Bin ein Idiot. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Ich hoffe, es ist alles gut. Nicht, dass der Kindergarten anruft. Boah, ich bin so unzuverlässig und trottelig gerade irgendwie. Und um 13 Uhr kommt meine Nachbarin, die uns die Geschenke gemacht hat, auf den Kaffee. Und noch ein paar Sachen abholen. Kinderkleidung für die Kinder in Afrika. Ich habe wieder einiges aussortiert. Fahrradfahrer. Von Pauline und auch von der Frieda. Und die ganz kleinen Sachen gebe ich auch gerne ab. Rossmann ist wieder einiges mehr geworden, weil ich auch noch für die Babyparty am Sonntag eingekauft habe.
Ich zeige euch gleich in Rossmann Hall und Ernstings Family Hall. Und ich war noch kurz bei der Apotheke, weil die Pauline sich bei dem Papa angesteckt hat. Die hat eine leichte Grippe mit Schnupfen und Halsschmerzen und Husten. Ja, aber ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Dann kommt, wie gesagt, die Nachbarin. Die müsste jetzt schon auf dem Sprung sein. 3 Minuten habe ich noch, das schaffe ich bis nach Hause. Ich weiß nicht, ob ich das Video in 2 Teile packe, weil ich werde euch wahrscheinlich den ganzen Tag mitnehmen. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall mega viel Filmmaterial. Aber ihr so wünscht euch ja auch mal einen Stundenvlog. Mal schauen, was es wird, Mädels. Ich weiß es noch nicht. Und Jungs, wenn Männer zuschauen. Ich würde das ja mal cool finden, wenn mehr Männer kommentieren.